Es war natürlich verlockend, in München, die Großstadt, zu ziehen, dort in einer gestandenen Universität lehren zu dürfen. Und das war auch die Auffassung der Bayern. Wer nach München berufen geht, sagt nicht ab. Ich bin Karl Esser. 1963, im Frühjahr um diese Zeit, wurde ich als Ordinarius für Allgemeine Botanik an die neu zu gründende Universität Bochum berufen. Mich hat Bochum gereizt, weil man mir in Düsseldorf im Ministerium sagte, sie haben hier alle Chancen, sich die Biologie so zu gestalten und so aufzubauen, wie Sie und Ihre späteren Kollegen das möchten. ...1964 hatte die Universität keinerlei Gebäude zur Verfügung. Es gab hier mehrere aufgelassene Zechen, unter anderem auch die Zeche Klosterbusch in einem sehr wunderschönen Tal, dem Lottental, wo sich im Verwaltungsgebäude schon die Universitätsbibliothek etablierte. Dieses Gebäude hinter mir, das ist die damalige Waschkaue. Diese Waschkaue, wo die Bergleute ihre Kleider verwahrten und ihre Körperreinigung vornahmen, schien mir geeignet, umgebaut zu werden als ein Laboratorium, das am 1. September 1964 als erste wissenschaftliche Einrichtung der Ruhr-Universität in Bochum eröffnet wurde. So waren wir unten im Lottental, mein Lehrstuhl, die Bibliothek und das Leichenlager der Anatomie. Mir oblag der Aufbau der Abteilung für Biologie. Für unsere Fakultät war ein Gebäude vorgesehen, das Gebäude ND. Die Ruhr-Universität wurde, wenn Sie wollen, nach dem Prinzip der Lego-Bausteine hergestellt. Es gibt einen Grundbaustein, den Sie oben sehen. Das ist das Grundmaß, was Sie in diesem Viereck sehen, nachdem wir die Räume berechneten. Unser Konzept war Gleichbehandlung aller Lehrstühle, um das Konkurrenzdenken, was an klassischen Universitäten weit verbreitet war, auszuschalten. Durch diese Einheitlichkeit, die wir hier hatten, wurden von vornherein jegliche Konfliktsituationen zwischen den einzelnen Lehrstühlen ausgeräumt. Im Jahre 1963 war man völlig ablehnend für die Errichtung eines botanischen Gartens. Es ging um die Universität und botanische Gärten wären nicht mehr zeitgemäß. Man bedenke, dass es damals keine Grünen gab, man nicht wusste, was ein Biotop war, der Ausdruck war unbekannt und in einer Betonarchitektur schwelgte. Wenn man etwas bauen will, muss man ein Konzept haben. Um dieses Konzept zu gestalten, habe ich damals einen Gartenbauingenieur engagiert und wir haben zusammen Parameter ausgearbeitet, wie viel Grundfläche man braucht, wie viele Leute man braucht, wie viele Frühbettkästen und so weiter. Mit diesen Daten konnte man dann schließlich die Behörden überzeugen, dass wir einen botanischen Garten bauen. Zumal hier umfangreiche Erdbewegungen notwendig waren. Und dann habe ich gesagt, wenn ihr schon Bäume pflanzen wollt, dann müssen wir Etiketten dranhängen. Ein botanischer Garten muss seinen Besuchern auch die Gelegenheit geben, auszuholen und sich mal hinzusetzen. Und dazu braucht man Bänke. In unserem Etat bei der Uni war dafür leider nichts vorhanden. Also wie kommt man zu Bänken? Dann traf ich auf einem Fest in Bochum den damaligen Kultusminister
Johannes Rau, nachmaliger Bundespräsident. Und ich habe Herrn Rau damals gesagt, Herr Rau, ich brauche Bänke für den Garten. Sie wissen, dass ich Sie nicht wähle, aber Sie können mir trotzdem die Bank stiften. Herr Rau, schlagfertig wie immer, sagt, stifte Ihnen zwei Bänke, hoffentlich wählen Sie mich dann. Damit war eine Schleuse geöffnet für weitere Spenden, denn wenn der Minister Bänke spendet, dann wollen andere Leute auch Bänke spenden. Und so fand sich die Sparkasse Bochum bereit, mir sage und schreibe 50 Bänke zu spenden. Meine Mitarbeiter haben die Bänke aufgetürmt, wie Sie hier sehen können. Und wir sind dann auf diesen Turm der Bänke heraufgeklettert, um der Presse etwas zum Fotografieren zu geben. Ich trinke keinen Bohnenkaffee. Von meiner Jugend her war ich gewöhnt, Malzkaffee zu trinken. Im Volksmund Muckefuck genannt. Ich trinke Muckefuck auch warm, wenn es sein muss. Musik.